Hi, schön, dass ihr den Kurs schon wieder eingeschaltet habt. Das Öl mit den Blütenblättern hat jetzt nur gute 3 Wochen in der Sonne gestanden. Jetzt sind alle wasserlöslichen Stoffe aus den Blütenblättern hier im Öl gebunden. Da wir nur das Öl wollen, müssen wir das Öl jetzt erstmal sieben. Dazu nehme ich hier einen Teefilter, ein Glas und ein Gummi. Teefilter kommt hier ins Glas. Rüberstülpen, den mit dem Gummi festmachen. Nicht, dass es reinrutscht. Na komm schon. So. Öl hineingießen. Ganze nochmal ordentlich ausringen, soll ja nichts verloren gehen. Das Öl jetzt in ein Wasserbad stellen, das Stück Bienenwachs hinzugeben und das Ganze erwärmen, bis das Wachs flüssig ist. Das passiert bei ca. 60 Grad und sollte auch nicht stärker erwärmt werden. Wir wollen ja die Wirkstoffe im Bienenwachs erhalten. Ich nehme ca. 1 Gramm Bienenwachs auf 10 ml Öl. Wer es ein bisschen flüssiger haben möchte, nimmt weniger Wachs. Was man anstelle des Bienenwachses noch nehmen kann, ist Lanolin. Von Vaseline rate ich ab, da die aus den Rückständen der Erdöldestillation gewonnen wird. So, Bienenwachs hat sich komplett jetzt aufgelöst. Wird jetzt umgefüllt in ein kleineres Gläschen. Zwei. So sieht die ganze Sache jetzt aus. Jetzt das Ganze offen erkalten lassen, dauert ca. 6 bis 12 Stunden. Deckel nicht verschließen, es bildet sich sonst hier oben Kondenswasser. Und es soll ja keine wässrige Lösung werden, sondern eine schöne cremige Konsistenz erhalten. Also so schön abkühlen lassen, wenn es abgekühlt ist, kann der Deckel rauf. Die Creme ist jetzt erkaltet, fest geworden und ich muss sagen, eine wunderschöne, herrliche Konsistenz. Und der Duft, oh, herrlich. Ja, cremetechnisch kann der Winter kommen. Ansonsten, jetzt noch ein schöner Herbst, draußen scheint die Sonne, herrlichster Sonnenschein, schönes Wetter draußen. Ja, ich kann nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert kostenlos meinen Kanal. Wer möchte, kann mir gerne auf Facebook und auf Instagram folgen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Gärtnern im Sande Brandenburgs. Ciao, ciao. Oder eine schöne Creme machen. Ciao, ciao.